Oder der Arzt, die Krankenschwester, eine Zuversicht in den nächsten Tag, meine eigene Familie. Ein Stück meiner Freiheit, meiner Bewegungsfreiheit, der Freiheit, mich so zu geben, wie ich bin. Einfach Hoffnung. Ich verliere die Hoffnung. Meine Meinungsfreiheit. Das Vertrauen in eine Gesellschaft, die zusammenleben will. Guten Abend und herzlich willkommen zur zweiten Kleiner 5 Podiumsdiskussion hier im Hause Korrektiv in Berlin. Sie haben gerade unseren Kampagnenfilm gesehen von der Initiative Kleiner 5. Kleiner 5 setzt sich mit radikaler Höflichkeit dafür ein, dass keine rechtspopulistische Partei dieses Jahr in unseren Bundestag einzieht. Ich begrüße Sie zur zweiten Kleiner 5 Podiumsdiskussion, wo wir heute das Thema Familie diskutieren werden. Genau genommen Familie, politischer Streitbegriff und vielfältige Lebensformen. Ich darf ein fantastisches Podium begrüßen. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Zu meiner Linken Frau Professor Dr. Rita Süssmuth, ehemalige Familienministerin sowie Präsidentin des Deutschen Bundestages. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Danke. Herr Markus Grill, Sie sind der Chefredakteur seit 2015 von Korrektiv. Vielen Dank für Ihr Kommen. Lorenz Lang, dich darf ich auch begrüßen. Du bist Vorstandsmitglied bei dem Verein Humanity in Action und Diversity Manager. Und Johanna Ueckermann darf ich begrüßen. Sie ist die Bundesvorsitzende der JUSUS. Herzlich willkommen alle vier. Vielen Dank, dass Sie da sind. Wir diskutieren heute über das Thema Familie, wer Familie ist. Familie ist ein sehr schwammiger Begriff. Warum? Da er historischer Wandelbarkeit unterlegen ist, sowie ideologischer Aufladung. Dadurch hat jeder von uns ein anderes Gefühl dafür, was Familie ist. Die Frage würde ich gleich sofort in die Runde geben, und zwar gerne an dich, Frau Ueckermann. Und zwar würde ich dich gerne fragen, was für dich Familie ist und Familie bedeutet. Familie ist für mich immer da, wo Menschen dauerhaft Verantwortung füreinander übernehmen wollen. Das heißt, nicht mehr nur klassisch irgendwie Vater, Mutter, Kind, sondern Familie kann natürlich auch Regenbogenfamilie bedeuten, kann auch eine alleinerziehende Mutter oder ein alleinerziehender Vater sein. Es können gleichgeschlechtliche Paare sein, genauso wie natürlich auch zwei Paare, die zum Beispiel Verantwortung für ein gemeinsames Kind übernehmen. Das heißt, ich finde, Familie, wie gesagt, ist da, wo man Verantwortung füreinander übernimmt, wo man füreinander da sein möchte. Dankeschön. Herr Grill, sehen Sie das genauso? Schließen Sie sich der Meinung von Frau Ueckermann an? Oder wie wäre für Sie der persönliche Familienbegriff definiert? Also Familie ist für mich, glaube ich, zunächst definiert über Kinder. Ja? Also die Tatsache, dass zwei Erwachsene in der Regel unterschiedlichen Geschlechts Kinder haben und mit den Kindern zusammenleben und sie aufziehen, das ist für mich der Kernbegriff Familie. Aber ich nehme natürlich auch zur Kenntnis, dass sich da, glaube ich, ziemlich viel geändert hat in den vergangenen Jahren. Also, dass sozusagen es nicht mehr erwartbar immer ein Mann und eine Frau ist, sondern sozusagen, dass es natürlich auch zwei Männer und zwei Frauen sein können, dass Familie sozusagen sich verändern heute, also dass Eltern wechseln, dass Teile die Hälfte von Eltern wechseln, dass es Patchwork-Familie gibt. Also da ist man, glaube ich, erlebt man heute wesentlich mehr. Und ich glaube, die Gesellschaft hat sich da sehr, sehr verändert in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen. Sie sagen, Familie hat sich verändert. Es hat sich viel verändert im Laufe der Zeit von dem gesellschaftlichen Verständnis, was Familie ist in Deutschland. Frau Süssmuth, da möchte ich Sie gerne fragen, wie haben Sie diesen Wandel wahrgenommen, den Herr Grill beschreibt, sagen wir mal im Blick von den letzten 40 Jahren? Ich setze bei beiden ein. Ich habe den Wandel wahrgenommen, zunächst als umschürzlerisch und dann als sehr produktiv. Denn Sie haben eben gesagt, Kinder, ja, aber auch ältere Menschen können gemeinsam eine Solidargemeinschaft bilden, eine Familie, in der sie sich füreinander verantwortlich fühlen. Und sehen Sie die jüngste Entwicklung, Ehe für alle, da ging nochmal ein ideologischer Senkrechtstarter hoch nach dem Motto, das muss aber zweigeschlechtlich sein.
Mann und Frau, bis hin zur Frage Verfassungsklage, ob das denn nun ohne Änderung des Grundgesetzes überhaupt aufrechtzuerhalten wäre, spannend herauszufinden. Aber diese größere Offenheit und nicht nur bestehen auf der Kleinfamilie, Vater, Mutter und es gibt Familienverbände, die bringen dann zwei Kinder, es soll nicht nur eins sein, aber wir haben ja jetzt Jahre gehabt, wo eins schon viel war. Aber ich begrüße diese Offenheit, verbunden, und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, Verantwortung füreinander, auch in schwierigen Lagen zu übernehmen, mit behinderten Kindern, mit kranken Kindern, mit kranken Erwachsenen und zu sagen, wir fühlen uns für euch verantwortlich. Es ist bei drei Podiumsgästen schon dreimal das Wort Verantwortung gefallen, das merke ich mir. Herr Lein, ich würde Sie gerne fragen, Sie arbeiten viel mit jungen Menschen zusammen. Die bringen verschiedene Konstruktionen von Familienverhältnissen mit. Inwiefern hat die Zusammenarbeit mit diesen jungen Menschen und ihren gelebten Erfahrungen von Familie Ihr persönliches Bild von Familie beeinflusst? Junge Menschen haben mich unglaublich beeinflusst. Ich glaube, eine der eindrücklichsten Erfahrungen war die Zusammenarbeit mit jungen Menschen, die in sogenannten Waisenhäusern aufwachsen oder als Waise aufwachsen und gesagt haben, als sie zu ihrem Sportverein dann aufgefordert wurden, bringt eure Familie mit, haben sie einfach die anderen Waisenkinder aus dem Heim mitgebracht. Und alle reden dann immer von Eltern, aber ihre Familie hat stattgefunden in einer Konstellation der Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit untereinander in diesem Haus und zu Hause. Und das fand ich eine unglaublich wertvolle Erfahrung. Was ich auch verstanden habe, ist, wie heute zum Beispiel, wie wandelnd oder wechselnd das Konzept von zum Beispiel Cousinen und Cousins sein kann. Das ist natürlich eine generationelle Sache. Leute fragen, wie viele Cousinen und Cousins hast du? Und dann sage ich, ah, das ist schwierig zu zählen, weil meine Vorstellung von Cousins und Cousinen natürlich ein bisschen anders funktioniert als bei meinen Freunden, deren Familien seit sehr langer Zeit in Deutschland leben. Bei uns gehört noch die zweite und die dritte und die vierte Garde, gehören alle noch mit zur Kernfamilie dazu. Und wenn gefeiert werden, dann werden auch diese eingeladen gleichberechtigt. Aber es ist auch vollkommen klar, wie bei anderen, dass eine sehr lange, tiefe Form der Übernahme von Verantwortung und Freundschaft und vor allem auch einer Bedingungslosigkeit in Momenten, wo man füreinander da ist, dazu führen kann, dass man sich gegenseitig als Familie begreift. Das hat meine Familie erlebt, als sie in den Hartz-IV-Bezug gegangen sind und es Verwandte, ich setze jetzt die Verwandte, Freunde, die wir als Verwandte begreifen, in London gab, die bedingungslos für uns da waren und zu uns gehalten haben. Und als sie kamen, war klar, das ist mein Onkel, das ist meine Tante, das ist mein Cousin und mein zweiter Cousin, die da kommen. Da muss ich aber nachfragen, wenn du den vierten, dritten, zweiten Grad der Cousinen und Cousins mitrechnest, wie viele sind das dann? Ich glaube, das wird sehr anstrengend zu zählen. Das hat vor allem damit zu tun, dass mein Vater 7 Geschwister hatte. Das heißt, auf dieses Spiel sollten wir uns nicht einlassen. In Ordnung, bleiben wir bei viele und das ist gut so. Das ist gut so. Wunderbar. Gut, wir haben gerade erfahren, dass es verschiedene Vorstellungen davon gibt oder gab im Laufe der Zeit, wer Familie ist und was Familie ist. Es scheinen sich zwei hauptsächliche Stränge dazu bilden. Einmal die genormte Idee der ehelichen Kernfamilie, die wir alle eher in der Vergangenheit sehen, und die vielfältigen Lebensrealitäten, die jeder von Ihnen jetzt aufgezählt hat. Möchtest du? Ich würde vorsichtig sein, im modernen Dialog davon zu sprechen, dass die Kernfamilie wir sie in der Vergangenheit sehen. Ja, es ist ja immer noch ein Modell, was viele Menschen leben und leben wollen, und das ist ja auch vollkommen legitim. Es geht ein bisschen darum zu sagen, dass mein Familienkonzept anders tickt und funktioniert. Ich mag das gerne und die anderen entscheiden sich für ein anderes und das ist vollkommen in Ordnung so. Wenn Sie sagen, meine enge Familie sind diese drei Menschen, mit denen ich zu Hause lebe, meine Mutter, meine Schwester, mein Vater. Und bei anderen funktioniert das anders. Deswegen dürfen wir es nicht in die Vergangenheit setzen, sondern das ist super aktuell und sehr modern. Ist jetzt nur nicht mehr alternativlos und das ist vielleicht eine gute Sache. Also würden wir sagen, es gibt verschiedene Vorstellungen davon, wer oder was Familie ist und die laufen parallel. Ja, das würde ich sagen. Würden Sie da zustimmen? Da stimme ich sehr zu, füge aber, ergänze es um den Gesichtspunkt, 1972 gab es einen so bedeutenden zweiten Familienbericht. Und der begann damit, Familie ist dort, wo Kinder sind. Und wo die Kinder ihre Partner, ihre Verantwortlichen haben, die Elternschaft haben. Das war Umsturz. Wohin soll das führen, wenn wir nicht am Alten festhalten?
Es hat sich aber dann relativ rasch diese Vielfalt, von der wir eben gesprochen haben, entfaltet. Heute haben wir eine andere Situation, die, was Sie eben nannten, viele 80% leben nach wie vor traditionelle Familie. Aber wenn wir sagen, traditionelle Familie, leben sie sehr anders, als wir sie gelebt haben oder unsere Eltern sie gelebt haben. Und ich finde, dabei wird eigentlich deutlich, dass in dieser unübersichtlichen Welt die Bedeutung der kleinen Kreise, die können größer werden, je nach Kultur auch, die wird immer bedeutungsvoller, weil das Stück Heimat ist, von dem man aus startet. Und welche Bedingungen man dort antrifft, ist so wichtig. Seit Jahren sprechen wir, es wird der Generationenkonflikt kommen. Und alle warten darauf, wann er denn nun endlich kommt. Und bisher ist er nicht da, weil die junge Generation sich anders einrichtet, als wir erwarten. Und das finde ich ganz erfreulich. Wir wissen nicht, wie sich die nächste Generation entwickelt. Das kann mal zurückgehen, aber das Zurückgehen bedeutungsvoll ist mir Familie. Ein Zuhause zu haben, das muss nicht das Gleiche sein, wie früher das Zuhause war. Das bedeutet, dass die Bedeutung von Familie und der Wert, selbst in unruhigen Zeiten, wie Sie sagen, nichtsdestotrotz immer ein wichtiger ist. Ja. So ist es ja auch festgelegt in unserem Grundgesetz, Artikel 6, bekommt die Familie ein besonderer Schutz zu. Es gibt nun politische Maßnahmen und rechtliche Bedingungen, die dazu führen sollen, Familien zu fördern und zu schützen. Es gibt viele dieser politischen Maßnahmen in Deutschland. Frau Süssmuth, welche dieser politischen Maßnahmen, die Familie schützen und fördern sollen, derzeit, heißen sie für gut, heißen sie für hilfreich und familienfördernd? Also wenn ich an die lange Geschichte der Vereinbarkeit von Familie und Beruf denke, dann sind ganz entscheidende Veränderungen erfolgt. Als ich ins Vorfeld der Politik einstieg, gab es die Tagesmütter in Schweden. Das heißt, eine Teilverlagerung der Verantwortung an einen erweiterten Kreis, während bei uns Krippe, Hort, das waren fast böse Schimpfworte aus dem Sozialismus. Das hat sich gänzlich verändert. Wenn Sie die jüngsten Pressemeldungen, wir brauchen über die Betreuung des Vorschulalters hinaus, wo bleiben die Grundschüler nach Beendigung ihres Unterrichts? Also diese Offenheit wäre in den 70er Jahren, die Kinderärzte sagten uns, was alles an Schaden entstehen würde und ist nicht entstanden. Also würden Sie eine politische Maßnahme wie die Kindertagesstätten zum Beispiel für ein gutes Beispiel für Familienförderung sehen? Viel zu spät, dass wir 2013 nach heftigen Auseinandersetzungen uns endlich entschieden haben für eine viel zu kleine Zahl, wie sich jetzt zeigt, 30%, die einen Rechtsanspruch haben. Und wir merken jetzt, wie sehr dieses Miteinander von Familie im engeren Sinne und Familien im Austausch miteinander und Einrichtungen zusammengehören. Sie glauben nicht, wie schwierig es war. Also auch in dem Bereich, also wir haben ja vorher darüber geredet, was sich verändert hat in den Formen des Zusammenlebens. Ja? Also da gab es ja große Veränderungen. Das Entscheidende war wahrscheinlich in diesem Punkt auch die Toleranz, die damit einhergegangen ist. Also dass man, natürlich gab es auch immer schon Leute, die geschieden waren und die Kinder hatten. Und es gab irgendwie Leute, also Homosexuelle vielleicht, die zusammengelebt haben. Das gab es ja immer. Das ist ja jetzt keine Erfindung der letzten 20 Jahre. Das Entscheidende ist nur, dass man doch, dass die Gesellschaft eine Toleranz gegenüber Lebensformen entwickelt hat, die sozusagen abweichend waren. Und diese Toleranz ist gut. Sie ist vor allen Dingen für die Kinder gut, dass sozusagen Kinder, die in solchen Beziehungen leben, in Konstellationen leben, die vielleicht nicht der Norm entsprechen, dass die deshalb nicht mehr so stark diskriminiert werden, wie sie vielleicht noch in früherer Zeit diskriminiert worden sind.
Und zu dem zweiten Punkt sozusagen, was sich ja ebenfalls parallel verändert hat, also nicht nur die Anerkennung von verschiedenen Formen von Familien, was sich ja ebenfalls parallel verändert hat, ist eben die Möglichkeit, Berufstätigkeit und Familie zu verbinden. Das sind ja auch sozusagen, was sich da auch in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt hat, ist ja auch unglaublich. Also dieser Aufbau von Krippenplätzen, von Kita-Plätzen, und zwar, dass es nicht mehr eine Rarität ist, so einen Platz zu finden, also dass es Frauen ermöglicht wird, eine Rarität, einen Kita-Platz zu finden. Also in Großstädten, finde ich, ist es zumindest nicht so. Auf dem Land, also mag das anders sein, also ich selber komme aus einer kleinen Stadt in Baden-Württemberg. Ich habe das erst zur Kenntnis genommen, vor 6, 7 Jahren war das so, weil meine Schwester dort noch lebt und da war es zum Beispiel völlig üblich im Kindergarten, dass der mittags zumachte. Also zwischen 12 und 14 Uhr war der Kindergarten geschlossen, ja. Das heißt, die Mütter mussten alle um 12 Uhr da sein, ja, die Kinder abholen und um 14 Uhr konnte sie dann wieder bringen. Das ist natürlich ein Witz, also so dieses Form von Kinderbetreuung ist überhaupt nicht vereinbar mit einer Berufstätigkeit von Frauen eigentlich oder nur mit ganz komischen Berufen oder eingeschränkten Berufen. Also auch da finde ich aber, also gerade auch was der Ausbau von Kindergarten und Krippenplätzen anbelangt, hat sich auch enorm viel getan in den letzten Jahren. Ja, wir haben jetzt über politische Maßnahmen gesprochen, die sich positiv auswirken auf Familienförderung. Vor allen Dingen Kindesbetreuung haben Sie beide angesprochen. Ich möchte zwischendurch einmal erwähnen, dass es die Möglichkeit gibt, während dieses Livestreams Fragen zu stellen. Bitte unten in der Kommentarfunktion schreiben. Unser Team sammelt die Fragen und reicht sie am Ende ein, sodass sie dem Podium gestellt werden können. Wir haben über positive Maßnahmen gesprochen, die es im politischen Rahmen gab zur Familienförderung. Kommen wir zu denen, die wir vielleicht als nicht positiv oder sogar kontraproduktiv bewerten. Frau Ueckermann, welche fällt Ihnen da ein? Also was mir ganz besonders einfällt, das ist zum Beispiel das Ehegattensplitting. Also dass wir nach wie vor quasi im Steuerrecht die Ehe derartig bevorzugen, dass es einen Splitting-Vorteil eben gibt und das kommt vor allem denen zugute, wo ein Partner sehr viel verdient, der andere sehr wenig. Und wenn man in die Realität guckt, dann ist es meistens so, dass eben die Männer nach wie vor viel verdienen, die Frauen quasi einen Zuverdienst irgendwie leisten. Und das bedeutet, wenn die Ehe dann vielleicht doch mal nicht bis zum Lebensende hält, dass Frauen halt später auch zum Beispiel extreme Probleme damit haben, eine Rente zu kriegen, weil sie ja nicht so viel verdient haben vorher und dann in Altersarmut rutschen, ne, und damit einfach auch nicht abgesichert sind. Und das finde ich nach wie vor irgendwie extrem problematisch, dass wir da so einseitig das fördern. Ich fände zum Beispiel es wesentlich besser, wenn wir eher Anreize nochmal schaffen, damit tatsächlich auch Frauen gleichberechtigt arbeiten gehen können, dass wir Erziehung auch partnerschaftlich teilen, Hausarbeit partnerschaftlich teilen. Und ich glaube, bei allem, was sich quasi in den letzten Jahren auch gewandelt hat, auch in der Gesellschaft, in der Einstellung, dass es eine größere Akzeptanz für unterschiedliche Familienformen gibt, hinken wir doch mit den rechtlichen Fragestellungen da an vielen Punkten irgendwie noch hinterher. Ne? Also ich bin nicht nur dafür, das Ehegattensplitting abzuschaffen, ich bin zum Beispiel auch dafür, dass wir so eine Art Familienarbeitszeit einführen. Das heißt, dass Partner auch partnerschaftlich Arbeitszeiten reduzieren können, damit sie mehr Zeit haben für ihre Kinder. Aber auch zum Beispiel, wenn die Eltern irgendwie pflegebedürftig werden, dass man auch da seine Arbeitszeit reduzieren kann, pflegen kann, wenn man das möchte und dass da irgendwie auch einen Ausgleich staatlicherseits gibt. Ne? Und das heißt, bei diesen ganzen familienpolitischen Leistungen, glaube ich, muss man nochmal ganz genau hingucken, kommen sie wirklich Kindern zugute, kommen sie wirklich allen Familien zugute oder nach wie vor nur den Kleinfamilien und den klassischen Familien und welche Auswirkungen haben sie gerade auch auf Frauen, weil die eben, ja, unsere Gesetze, die sind alt und da waren Frauen halt immer noch klassisch diejenigen, die auf die Kinder aufpassen, daheim bleiben. Und das muss man, glaube ich, alles auf den Prüfstand mal stellen. Dankeschön. Also verfestigte Rollenbilder wären das Problem nach diesen von Ihnen bewerteten schlechten politischen Maßnahmen oder die dazu führen würden. Herr Leng, würden Sie dem zustimmen, dass einige dieser politischen Maßnahmen, die familienfördernd sein sollen, letztendlich zu verfestigten Rollenbildern innerhalb der Familie führen? Tatsächlich würde ich das auch sagen. Das hat natürlich auch mit dem Ehegattensplitting zu tun. Es setzt einfach einen Anreiz, eine Familie auf eine bestimmte Art und Weise zu gestalten. Ich glaube, das beste Beispiel ist dafür, es gibt viele junge Menschen, die sagen, wir wollen
ein Familienbild leben, in dem wir Hausarbeit teilen, wo wir Erwerbsarbeit teilen, wo beide arbeiten gehen und beide sich um den Haushalt kümmern. Und dann heiraten sie, treffen dann auf die Realität der deutschen Steuergesetze, sie treffen auf die Realität der deutschen Betreuungsverhältnisse an Schulen und im Kindergarten und rutschen dann ganz klammheimlich, mit viel Charme, auch im Freundeskreis verbunden, in das andere Modell, das sie immer als das Modell "so wollen wir nie werden" bezeichnet haben. Das ist dann dieser große Satz, so wollen wir nie werden, so heißt das Modell. Und dort sind sie dann irgendwann drin und nach 3, 4, 5 Jahren, dann ist man aus dem Beruf auch raus als Frau unter Umständen und dann verfestigt sich das und verstetigt sich das. Und das ist eine ganz unangenehme Sache, wo man merkt, dass Menschen, die auf eine gewisse Art und Weise leben wollen, so nicht leben können. Mhm. Eine Maßnahme, die mir aber nochmal sehr wichtig ist, ist natürlich eine der erfolgreichsten familienbildenden Maßnahmen, die es jemals gab, ist das Modell der Familienzusammenführung. Ich kenne sehr viele Menschen, die aus migrantischen Familien kommen, die waren unglaublich froh darum, dass ihre Mütter, ihre Väter nachkommen durften und sie gemeinsam als Familie hier leben durften. Meine Familie selbst, mein Großvater damals in England, kam auch über ein Modell, das ist nicht ganz klassisch, meine Großeltern waren keine Asylbewerber, sondern migrierte Facharbeiter. Aber mein Großvater ist dann nachgekommen, nachdem er meine Großmutter geheiratet hatte und die haben dann zusammen gewohnt. Und so ist dieses Familienleben möglich geworden. Und was wir manchmal vergessen, wenn wir sagen, Freizügigkeit ist nicht, wir nehmen halt Kindern ihre Väter und Mütter weg. Wir sagen, ihr seid zwar da, vielleicht ist jetzt euer Vater auch da, aber eure Mutter darf nicht kommen. Und dann sagen wir, wir wollen, dass dieses Kind ohne die Mutter aufwächst, weil wir sagen, wir wollen nicht eine Person mehr in Deutschland haben. Und das macht mir ein bisschen Sorgen. Und die letzte Maßnahme ist natürlich die Berechnungsgrundlage für junge Menschen im Hartz-IV-Gesetz. Dass man sagt, junge Menschen brauchen weniger Geld. Jetzt wissen wir alle, ich wahrscheinlich ein bisschen weniger als die andere Seite vom Podium, Kinder sind sehr, sehr teuer. Gerade in Ländern, wo man vielleicht die Schulbücher selbst bezahlen muss, ist es sehr teuer, Kinder zu haben. Und wenn man sagt, ein Kind ist nur halb so teuer wie ein Erwachsener, dann stimmt das nicht. Und es stimmt schon gar nicht bei 16- oder 17-jährigen jungen Menschen. Frau Süßmuth, ich habe Sie schon nicken gesehen. Möchten Sie? Nein, ich möchte gerne nochmal den Anteil heute der erwerbstätigen Frauen herausstellen. Wo wir auf der einen Seite die Geringqualifizierten haben, mit geringen Möglichkeiten, so viel Geld zu verdienen, dass sie daraus überhaupt eine Alterssicherung aufbauen können. Dann auch die in dieser Wahlperiode wieder nicht erfolgte Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit. Also das ist für mich eine ganz wichtige Angelegenheit. Aber auch die Möglichkeit, wenn ich mich für ein anderes Modell entscheide, ich sage mal zum Beispiel Niederlande, Dänemark, Schweden, dass ich für eine bestimmte Zeit weniger arbeite, ich entscheide mich für die Teilzeitform, dann ist es aber in den Niederlanden oder Dänemark so, dass ihre Alterssicherung durch ein Grundeinkommen gesichert ist. Das ist eine völlig andere Situation als die, die wir haben. Und ich widerspreche gar nicht, im Gegenteil, Kinder kosten heute ganz immens. Stellen Sie sich vor, auch in Deutschland, wir reden seit langem davon, keine Gebühren mehr für Kinderbetreuung. Nach wie vor zahlen wir immer mehr. Und wenn ich dann noch sehe, welche vermögenden Familien oder besser verdienenden Familien ihre Kinder in Privatschulen schicken, weil der Leistungswettbewerb so hart geworden ist, dann muss ich sagen, da ist dringend mehr zu tun für gute Betreuung und Förderung. Also wir investieren in Schulen zu wenig. Sie haben eben gesagt, ja, wir haben ausgebaut. Sie glauben nicht, wie viele Briefe ich bekomme, wo Frauen sagen, ich müsste eine Stunde fahren, um mein Kind in eine Betreuungseinrichtung zu bringen, eine Stunde zurück. Das macht keinen Sinn mehr. Das heißt, wir haben hier einen erheblichen Investitionsbedarf, damit die Konflikte auch in den Familien, wir haben nicht mehr 12 Uhr, wo wir dahin müssen und um 14 Uhr wieder bringen, aber es sind neue Konflikte, sodass neben dem Einkommensproblem, auch der sozialen Sicherung, das Zeitproblem ein ganz erhebliches ist. Und dann nenne ich noch drittens, ja, die Familienzusammenführung sehe ich als ein Grundrecht an.
Da sind Sie jetzt aber eher alleine in der CDU. Das ist mir egal. Ja, okay. Es geht nicht um das Alleinsein, sondern um Mehrheiten zu finden, dass wir das verwirklichen können. So sehe ich auch unseren heutigen Abend, was sein muss. Und da denke ich, ist für mich ganz entscheidend, dass wir daran arbeiten, im Sinne von Zenit, dass nicht immer mehr Eltern nur noch Wochenendehen sind. Die Mobilität ist das große Wort. Aber wo sind denn, wenn Sie sich heute umschauen in den Studien, beklagen die Kinder die abwesenden Väter? Also ich weiß nicht. Wissen Sie, ich glaube, Väter waren noch nie so viel zu Hause wie heute. Also ich meine, Sie sagen, die Kinder beklagen die abwesenden Väter. Ich meine, in gewissen Schichten ist es sozusagen quasi obligat, dass man in Elternzeit geht, auch als Vater. Ja? Also gehen die meisten in Elternzeit. Also hier, wir sind hier eine Redaktion. Ich glaube, jeder, der hier ein Kind bekommt bei uns, jeder Vater geht immer in Elternzeit anschließend. Es gibt viele, gerade jüngere Leute, also Leute, die ich neu einstelle, es gibt viele, die sagen, nee, sie wollen 80% arbeiten, ja. Es gibt gar nicht mehr richtig, also das ist bei Männern viel, viel üblich heute, bei 30-jährigen Männern, dass sie sagen, sie wollen 80% arbeiten. Und wenn man stimme auch ich Ihnen zu, aber ich muss den Arbeitgeber finden. Genau, das stimmt, ich muss schon den Arbeitgeber finden. Ja. Aber ich meine, also ich glaube, die These, dass Väter heute weniger für Kinder da sind, ich glaube, die ist grundfalsch. Sie sind viel mehr als früher sind Väter heute für Kinder das da. Das ist schichtabhängig. Ich nenne immer eine Gruppe Fernkraftfahrer. Ja, die hatten es früher besser, oder was? Nein, die haben es früher nicht gut gehabt ja, und genau, heute erst genau, recht. Genau. Frau Süßmuth hat keinen historischen Vergleich gemacht, meine ich, gehört zu haben, dass es früher besser gewesen wäre, sondern dass es immer noch unzulänglich ist in der jetzigen Zeit, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Aber Frau Ueckermann würde gerne reagieren, habe ich gesehen. Nein, ich wollte genau den Punkt auch von Frau Süßmuth ergänzen, dass es tatsächlich auch davon abhängt, welchen sozialen Hintergrund oftmals die Väter und auch die Mütter irgendwie haben. Also erstens, ob man sich es auch leisten kann, 80% zu arbeiten und irgendwie Arbeitszeit zu reduzieren oder halt nicht. Und klar, bei irgendwie zwei Jobs, wo die Leute gut verdienen, da ist das möglich, auch die Arbeitszeit runterzunehmen. Aber in vielen Jobs ist es halt einfach nicht möglich. Und das finde ich auch tatsächlich ungerecht. Das heißt, wir müssen einfach auch bessere Arbeitsmarktpolitik machen und dahin kommen, dass alle Leute irgendwie ordentlich verdienen, besser verdienen. Ich wollte noch einen Punkt anfügen, weil Sie die Vätermonate auch angesprochen haben. Ne? Ich habe auch das Gefühl, dass es bei viel mehr jungen Vätern ein großes Bedürfnis danach gibt, auch mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen und für die auch da zu sein und nicht nur am Wochenende oder abends beim Bett gehen dabei zu sein. Ich stelle aber auch fest, und das ist das, meine Freunde, die kriegen jetzt alle Kinder, ne? Die erzählen mir das auch, dass wenn sie sagen, naja, ich möchte halt mehr als 2 Monate, als diese obligatorischen 2 Partnermonate nehmen. Ich möchte vielleicht auch 6 Monate machen. Dann werden sie schief angeschaut. Nach wie vor vom Arbeitgeber, vom Chef, aber auch von Kollegen. Und das setzt sie einen sozialen Druck aus. Klar, wenn man irgendwie stark ist, dann hält man das durch und sagt, nee, ich möchte aber. Aber für viele ist es einfach nicht so einfach. Und was ich möchte, ist, dass wir tatsächlich eine partnerschaftliche Aufteilung hinkriegen. Deshalb plädiere ich auf jeden Fall dafür, dass wir zum Beispiel diese Partnermonate schrittweise immer weiter erhöhen und tatsächlich auch die irgendwann hälftig aufteilen, weil ich nicht einsehe, warum nach wie vor irgendwie zwar, ja, weiß ich nicht, die 2 Monate genommen werden von vielen Vätern, aber halt nur 2-3% mehr als 2 Monate nehmen. Und wenn wir ihm gerecht werden wollen, dann müssen wir auch sagen, der demografische Wandel macht es immer notwendiger, dass auch Arbeitgeber nach Möglichkeiten suchen, wie sie diese veränderten Wünsche und Einstellungen berücksichtigen. Sonst bekommen sie keine Arbeit. Ich glaube auch nach einer Zeit, wo irgendwie Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer immer flexibler werden mussten. Na, auch deshalb verbringen ja viele Väter wenig Zeit mit ihren Kindern, weil sie zum Beispiel in eine andere Stadt pendeln müssen, weil das auch erwartet wird, dass sie da flexibel sind. Ich glaube, nach dieser Zeit sind die Arbeitgeber dran, flexibler zu werden. Das heißt, sie müssen ihren Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen zur Verfügung stellen, dass die ihre Arbeitszeit freier wählen dürfen. Sie müssen mehr in Kinderbetreuung, auch in Betriebskitas investieren und zwar auch in Randzeiten, damit eben dieses Zeitproblem nicht auffällt. Und
glaube, ja, da sind auch die Unternehmen gefragt, eine ganz andere Kultur zu etablieren. Frau Ockermann, haben Sie jetzt gerade eine ganze Reihe von politischen Maßnahmen genannt, die förderlich wären in Ihren Augen. Wir haben auch über politische Maßnahmen gesprochen, die hinderlich sind, sowie über das eigene Familienbild und das, was gesellschaftlich existiert in Deutschland. Ich würde gerne noch einmal auf eine aktuelle politische Maßnahme eingehen, die vorhin schon gefallen ist. Vielleicht können Sie es erraten, die Ehe für alle. Die sogenannte Ehe für alle wurde nun eingeführt. Es war ein langwieriger politischer Prozess. Wie blicken Sie auf den zurück, Frau Süssmuth? Wie haben Sie den miterlebt? Als sehr quälend, sehr unter der Decke geführt, am besten nicht drüber sprechen. Und man muss bei denen, die ausgeschlossen wurden, die haben wir historisch ja auch gehabt, Adel durfte nicht Bürgerliche heiraten, Katholiken nicht Protestanten, das ist alles verändert. Der Mann entscheidet nicht mehr über die Berufstätigkeit der Frau. Das war bis in den 70er Jahren der Fall. Und ich denke, dieses meine politische Arbeit wendet sich immer gegen Ausgrenzung. Und da muss ich sagen, ist diese Vereinbarung, die wir jetzt getroffen haben, wirklich eine, die gegen die Ausgrenzung und für Einbeziehung spricht. Und sicherlich gibt es nach wie vor harte ideologische, das ist noch nicht beendet. Dieser Kampf, wir haben es in 24 Staaten, 15 davon mit Verfassungsrecht und verfassungsgerichtlicher Prüfung, aber wir sollten nicht annehmen, dass, da wären wir jetzt schon am Ziel. Aber es ist eine Entscheidung, wo wir auch mit der Bevölkerung, da ist ja die Akzeptanz größer als bei uns im Bundestag, dahin kommen, diese Ehe für alle, ob sie sie dann wahrnehmen, ist ja eine ganz andere Sache. Vielleicht bleiben die einen bei der nicht ehelichen Lebensgemeinschaft, die anderen wählen die Ehe. Aber entscheidend ist eigentlich für die Betroffenen, und die Mitbetroffenen, dass es durchgesetzt wurde, dass sie dazugehören und nicht die Apathischen, die Kranken, die Abnormen sind, sondern Menschen können sie anders sein. Herr Grill, wie haben Sie aus Ihrer Sicht beobachtet, dass die Medien Einfluss haben auf den Prozess, der letztendlich zur Ehe für alle geführt hat? Also der Prozess, der zur Ehe für alle geführt hat, hat vor allem mit der SPD zu tun und nicht mit den Medien. Also die SPD sozusagen hat eine gute Gelegenheit, die Gunst der Stunde genutzt, ja, und hat sozusagen die Abstimmung im Bundestag durchgesetzt. Und das Thema war ja schon lang auf dem Tapet und sie konnte es halt aus Koalitionsressort nicht machen, ja. Die Medien, würde ich insgesamt auch sagen, die sind insgesamt befördern diesen ganzen Toleranzprozess, ja. Das liegt natürlich auch daran, weil die Medien insgesamt von einem gewissen Schicht oder von einem Milieu betrieben werden, die natürlich prinzipiell liberaler sind, also aufgeklärter sind, also so würden sich, glaube ich, viele Journalisten selber so empfinden, ja. Und ich glaube, wenn Sie jetzt mal die großen Medien anschauen, also von Stern über Spiegel, über Zeit, auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ich glaube, Sie finden da keine Berichterstattung, die gegen so ein Projekt wie Ehe für alle wäre. Also da gibt es immer, glaube ich, grundsätzlich viel Verständnis für sowas. Also das Einzige, wovor ich, glaube ich, warnen würde, und ich weiß nicht, ob ich mich da unbeliebt mache, dass man dieses Thema so hochhängt und glaubt, es ist wirklich für sehr viele Leute ein sehr wichtiges Thema. Das glaube ich nämlich nicht. Ja? Ich glaube, dass für 80% der Bevölkerung, die finden das in Ordnung, dass das jetzt gemacht ist, aber ich glaube nicht, dass die sozusagen das für ein großes und wichtiges politisches Thema halten. Frau Süssmuth, ja, natürlich nicht mehr daran, ohne die Grünen, ja, ohne die Liberalen und auch ohne die wachsende Mehrheit in der CDU, immerhin haben 75 Mitglieder auch zugestimmt. Und auch begründet, warum sie zustimmen. Ja. Ich will nur sagen, der Veränderungsprozess ist nie ausgeschlossen. Ja. Frau Süssmuth, Sie haben gerade Mahnung.
Sie haben gerade erwähnt, dass, oder Sie haben in Frage gestellt, inwiefern die Ehe für alle tatsächlich für alle ist. Die Frage würde ich gerne rüberspielen zu Frau Ueckermann und sagen, inwiefern bewerten Sie die Ehe für alle unter dem Blick von Gleichberechtigung auf andere Formen von Lebenspartnerschaften, zum Beispiel Paare, die zusammenleben, aber sich gegen die Eheschließung entscheiden? Also ich habe mich zuallererst natürlich auch riesig gefreut, dass die Ehe für alle jetzt kommt. Ich finde schon, dass das eine historische Entscheidung ist, und ich muss auch sagen, ich glaube auch nicht, dass es eine unwichtige Entscheidung war, sondern es ist, finde ich, eine Frage von Diskriminierung, die man beseitigt, und auch tatsächlich einfach eine Frage von, ich finde, man hat ein Recht darauf, denjenigen zu heiraten, den man liebt, oder diejenige so, und da darf es keine Unterschiede geben, und ich glaube, das empfinden auch gerade junge Leute, aber auch generell Leute so. Was mir wichtig ist nach diesem Schritt Ehe für alle, ist, dass wir dafür sorgen, dass eben auch andere Familienformen bzw. Formen von Verantwortungsübernahme noch besser abgesichert werden. Ne? Also jeder, der möchte, soll heiraten können. Ich finde auch, jeder, der möchte, soll Kinder kriegen können. Da müssen wir Verbesserungen irgendwie schaffen. Aber wir dürfen auch nicht dafür sorgen, dass wir Leute diskriminieren, die zum Beispiel nur miteinander leben wollen und keine Kinder kriegen, oder auch heiraten und keine Kinder kriegen. Und wir müssen uns auch, glaube ich, darum kümmern, dass es neue Formen von Verantwortungsübernahme gibt. Also ich denke zum Beispiel an ältere Menschen, die in der Wohngemeinschaft zusammenwohnen, die auch Verantwortung füreinander übernehmen wollen, die auch Besuchsrecht haben wollen, wenn jemand im Krankenhaus liegt. Und was ich deshalb eine sehr gute Erfindung finde, ist das, was man in Frankreich hat, den sogenannten Pax, also wo man quasi, ich sag mal so, eine Eheleid auch nochmal schließen kann, zwischen zwei Menschen, die Verantwortung übernehmen. Ich persönlich finde, es sollten nicht nur zwei sein, sondern vielleicht kann man eben auch drei, vier machen, wenn man zu viert Elternschaft übernimmt, oder auch wenn, wie gesagt, Seniorinnen, Senioren eine Verantwortungsgemeinschaft übernehmen wollen. Und ich glaube, solche Modelle müssen wir in Zukunft auch noch besser fördern, weil das einfach neue Lebensrealitäten sind. Ne? Und während wir dies tun, dürfen wir eins nicht vergessen, dass wir schon auch nach wie vor Strömungen in der Gesellschaft haben, die nicht wollen, dass es derartigen Fortschritt und Akzeptanz auch für diese modernen und neuen Formen irgendwie gibt, sondern die nach wie vor die Ehe für alle unter Beschuss nehmen, die Homosexuelle unter Beschuss nehmen, die Frauenrechte in Frage stellen. Mhm. Und ich glaube, auch das ist eine immerwährende Aufgabe, die wir haben, dass wir auf der einen Seite für neue Forderungen und Mehrheiten kämpfen und auf der anderen Seite nicht vergessen, dass wir das, was wir haben, verteidigen müssen gegen diejenigen, die zurück wollen in die Steinzeit. Herr Lang, möchten Sie dazu Bezug nehmen? Ich möchte dazu Bezug nehmen, vor allem auf den letzten Punkt. Und ich glaube, dieser letzte Punkt ist sehr wichtig. Wie können wir damit umgehen, mit denjenigen Menschen, die das nicht gut finden oder nicht toll finden? Und ich glaube, da müssen wir erstmal jetzt hingehen und ganz viel Zeit investieren. Ich selbst verstehe mich als Bildungsarbeiter, und ich gehe raus in Seminare, Workshops, von Süddeutschland bis Norddeutschland, und ich stehe in diesen Seminaren, Workshops, und merke, dass das, was wir jetzt ins Gesetz geschrieben haben, was ich persönlich toll finde und unterstütze, dass nicht alle das mittragen und teilen. Und es gibt noch ganz viele Fragen, die gestellt werden. Warum wurde das jetzt gemacht? Wie wurde das gemacht? Warum entscheidet der Bundestag das ganz plötzlich? Wo ist die Debatte? Wie wollen wir damit umgehen? Was bedeutet das denn eigentlich für mich? Verliere ich dann auf einmal irgendwelche Rechte? Und das sind Fragestellungen, die beantwortet werden müssen. Und ich glaube, bevor wir jetzt noch weitergehen und fortschreiten, wenn wir diesen Begrifflichkeiten nutzen wollen, ich finde das mal schwierig zu sagen, Fortschritt, Rückschritt, die Leute sind manchmal auch einfach unterschiedlicher Meinung, und es ist auch okay, dass sie unterschiedlicher Meinung sind, müssen wir uns Zeit nehmen, mit den Menschen darüber zu sprechen, in den Dialog zu kommen, dass auch eine Akzeptanz in der Gesellschaft reifen kann. Eine Akzeptanz reifen kann für ein neues Gesetz, einen neuen Gesetzesprozess. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich, und das kommt natürlich bei mir mal ganz unangenehm auf, auch darüber reden, dass wir auch darauf achten sollten, dass wir da immer gleich und mit ähnlichem Maß messen. Ich erlebe das dann zum Beispiel, wenn ich dann mit Freunden durch die Stadt laufe, ich laufe mit zwei Freundinnen durch die Stadt, die Leute schauen mich an und denken sich so, ein schwarzer Mann mit zwei Frauen durch die Stadt, und dann werde ich auch mal angefeindet dafür. Weil die denken, ich habe jetzt zwei Frauen oder ähnliches, was ich ganz befremdlich finde. Ich bin Single-Mann, ich trage keine Ringe.
Und dann fällt mir aber auf, dass im Süddeutsche Zeitung Magazin gibt es dann Geschichten über polyamoröse Ehen und Ähnliches und polyamoröse Beziehungen. Und da merke ich, da gibt es noch eine unterschiedliche Vorstellung, wer was soll oder wer was darf und Ähnliches. Mhm. Das ist bei diesem ganzen Thema, wie lieben wir heute und wie gehen wir mit Liebe um, müssen wir mehr miteinander sprechen, weil das Gesetz für viele Menschen schneller kam, als sie es selbst begreifen und verstehen konnten. Das heißt, die Ehe für alle hat definitiv den Ehebegriff geweitet und hat akzeptiert, dass es weitere Lebensformen gibt. Es spricht aber nicht für die gesamte Bevölkerung und nicht die gesamte Bevölkerung, würden Sie sagen, hat das so aufgenommen und gefühlt. Genau, und dafür müssen wir uns Zeit nehmen, um mit den Menschen in Dialog zu kommen und wie damit umgehen und auch den Menschen zu sagen, wenn ich das anders sehe, dann ist es okay, wenn ich das anders sehe. Mhm. Ich zum Beispiel bin kein Fan von zum Beispiel polyamorösen Konzepten. Ich will Ehe für alle zwischen zwei Menschen, die sich füreinander entscheiden. Das ist für mich Ehe. So funktioniert für mich Ehe. Mhm. Das sehen manche Menschen wiederum anders. Wenn die jetzt morgen ein Gesetz verabschieden, dass das anders sieht, dann wäre ich jetzt auch böse. Und aus diesem kleinen Gedankenmodell, der Bundestag wird so ein Gesetz im Moment nicht verabschieden, klar. Aber aus diesem Gedankenmodell wird mir klar, wie manche Menschen sich fühlen, die Ehe für alle nicht so sehen, und sich überrumpelt fühlen. Und damit sollten wir umgehen, auf diese Gefühle sollten wir eingehen. Ich möchte Sie an dieser Stelle, die Zuhörerinnen und Zuhörer, erinnern, dass Sie Fragen stellen können. Schreiben Sie in der Kommentarfunktion und die Fragen werden gesammelt und später aufs Podium gereicht. Sie haben eben gesagt, wie schnell das Gesetz gekommen ist. Es hat immerhin 50 Jahre gedauert. Und die Vergewaltigung, Strafrecht in der Ehe, hat 25 Jahre gedauert. Wir meinen dann, es gibt Situationen in der Geschichte, wo plötzlich etwas möglich gemacht wird, das haben Sie ja eben gesagt, und der Zipfel beim Schopf gegriffen wird und gehandelt wird. Das Stichwort war ja die Gewissensentscheidung. Es gibt solche Situationen, auch wahrscheinlich hat Angela Merkel gar nicht damit gerechnet, dass das zu dieser Aktion führte. Und wenn wir annehmen, das geschieht ganz geplant und wir wissen genau, zu diesem Zeitpunkt machen wir das, dann kann ich nur sagen, meine Erfahrung hat mich gelehrt, scheitern, besser scheitern, wieder aufwachen, wieder neu anfangen. Das Schnelle passiert oft in Situationen, wo es sein muss. Und sonst gerade dieses Thema, wo Sie recht haben, das bedarf noch weiterer Aufklärung. Das bedarf auch noch weiterer Maßnahmen. Wenn ich in Afrika bin, dann ist die Polygamie ganz anders zu beurteilen, als ich das früher gesehen habe. Denn das ist eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Und die Frauen gehen auch anders damit um. Wenn wir solche Dinge weglassen, dann wird es alles schwieriger, weil es ist richtig und wichtig, was Sie sagen. Wenn wir Rückfälle schlimmster Art vermeiden wollen, dann brauchen wir eine anhaltende Aufklärung. Für ein anhaltendes Gespräch darüber. Und ebenso wichtig ist, dass wir dann jetzt nicht ständig Christopher Street Day brauchen und nur noch über dieses Thema reden, weil dann die anderen sagen, kommen wir überhaupt noch vor. Ich würde gerne noch einmal zurück. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, den Sie gerade gesagt haben. Ja. Also weil wir müssen uns natürlich schon klar sein, diese Ehe für alle betrifft 80% der Menschen nicht, also für die ändert sich jetzt auch nichts oder sowas. Ja, die sehen vielleicht in ihrer Umgebung, dass sich was verändert, aber man sollte, glaube ich, wir sind ja jetzt alle gerade, wir diskutieren hier in Berlin und wir stehen alle auch gerade immer so unter ein bisschen dem Eindruck, was in den USA passiert und was Trump die Basis macht und wie Trump an die Macht gekommen ist. Und ein nicht unwesentlicher Faktor ist natürlich schon, dass diese Basis von Trump auch den Eindruck hatte, es gibt so eine gewisse liberale Schicht, so eine liberale Elite, die kümmert sich nur noch um ihre Lieblingsprojekte. Dazu gehört zum Beispiel sowas wie auch Ehe für alle oder Gleichberechtigung und sowas, ja, alle möglichen Diskriminierungen abzubauen. Und die echten Sorgen der Menschen sind möglicherweise ganz andere. Ja? Und ich finde, das sollte man sozusagen nicht aus dem Fokus verlieren, also in der Rangordnung, in der Wichtigkeit, wie wichtig dieses Thema ist. Ich finde es wichtig, weil die Bundesrepublik dadurch ein kleines Stück toleranter wird,
teilweise humaner wird, ja, aber ich würde es gern auch auf dieser Größenordnung dann auch belassen, ein kleines Stück. Es gibt ja nun politische Kräfte, die dem auch entgegenwirken oder die deutlich dafür einstehen für eine andere Art des Fortschritts, beispielsweise rechtspopulistische Parteien, die das traditionelle Familienbild als Leitbild sehen. Sie haben in dem Schwarzbuch AfD, das Sie mit Korrektiv herausgegeben haben, diese Position analysiert. Können Sie uns davon mehr berichten? Naja, es gibt, es gibt die Position der AfD, dass sie sich ganz klar in ihrem Grundsatzprogramm dazu bekennt, also zu der traditionellen Familienrolle. Und die traditionelle Familienrolle ist ja auch ihrer Ansicht nach geprägt durch Mutter, Vater, Kind. Das ist sozusagen das Leitbild, das sie aufrechterhalten will. Aber Sie sehen, selbst so eine, also die Partei, die jetzt am rechtesten Spektrum unter den Parteien ist, die Chancen haben, in den Bundestag zu kommen, selbst sie ist da ja nicht wirklich sozusagen so richtig überzeugend, weil sie zieht mit einer Frau in den Bundestagswahlkampf, die zum Beispiel auch nicht dieses traditionelle Leitbild verkörpert. Also Alice Weidel lebt ja bekanntermaßen, sie hat das selber in der FAZ gesagt, lebt mit einer Frau zusammen und sie haben auch Kinder adoptiert. Ja, also das heißt, selbst die Partei, die sozusagen am rechtspopulistischsten hier agiert, ja, ist dann zumindest so tolerant, dass sie eine Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl akzeptiert, die dem überhaupt gar nicht entspricht. Was ich sagen muss, es wurde jetzt mehrmals darüber gesprochen, dass 80% der Menschen nicht relevant sind. Und ich bin mir da erstens gar nicht so sicher, weil wenn man überlegt, es gibt ja ziemlich viele Menschen, die zum Beispiel die Grünen, die Linken und die SPD wählen, die das schon seit sehr langer Zeit, da muss ich recht geben, seit sehr langer Zeit darüber sprechen. Und die wählen diese Parteien auch, weil die sagen, mir ist das wichtig. Zum Beispiel, mir ist das wichtig und deswegen freue ich mich darüber, dass passiert ist. Und ich glaube, deswegen, dann kommen wir auf eine größere Zahl. Und dann ist dieses Verabschiedungsgesetzes auch Politik in bester Praxis und vor allem in der Demokratie. Weil wenn wir sagen, Demokratie als eine Form der Mehrheitsentscheidung, die auch Minderheitenschutz berücksichtigt, dann bedeutet es manchmal für einen demokratischen Staat zu sagen, wir verabschieden Gesetze, die bedeuten für manche Leute vielleicht gar nichts, aber für andere Menschen die ganze Welt. Mhm. Das heißt, es gibt Gesetze, die sind so wichtig für einige Menschen, dass sie alles verändern. Und wenn wir sagen, wir wollen eine Demokratie haben, die zwar Mehrheitsentscheidungen durchsetzt, was vollkommen legitim ist, aber weiß, es gibt bestimmte Sachen, die machen nur bestimmte Leute. Es gibt zum Beispiel Sportarten, die spielen 300.000 Leute im Land. Trotzdem werden dazu in Landtagen, in Stadträten und Bundestagen Gesetze verabschiedet, die diese Gesetze ermöglichen, über Pferderennbahnen und ähnliches. Und das machen wir, weil es den Leuten so unglaublich wichtig ist. Und das auf andere Themen übertragen und sagen, dieses Thema ist diesen Menschen so wichtig, dann müssen wir diese Gesetze mit reinbringen. Und dann müssen wir sagen, es ist auch okay, dass diese Gesetze mit reingebracht werden. Und sie gehen vielleicht mehr Leute was an. Und eine Sache nur zur Wahrnehmung. Ich glaube, es wurde tatsächlich sehr lange über dieses Gesetz gestritten. Und es ist auch ein sehr langer Prozess gewesen, der verschiedenen Bewegungen aus, der zum Beispiel der Lesben- und Schwulenszene in Deutschland, die sich nachhaltig mit viel Energie und sehr aufopferungsvoll dafür eingesetzt hat. Und das finde ich wichtig. Dennoch ist die Herausforderung gewesen, dass bei vielen Leuten dieser Kampf nicht sichtbar war. Der kam gar nicht an. Die wussten nicht, dass dieser Kampf stattgefunden hat und dass Leute seit Jahrzehnten sich dafür eingesetzt haben. Und jetzt müssen wir nachholen und die Leute darüber informieren und Menschen darüber informieren und sagen, dieser Kampf hat stattgefunden. Es ist ein sehr langer Diskussionsprozess gewesen, kam immer wieder in den Bundestag, ist vielleicht gar nicht so plötzlich und es gibt diese und diese und jene gute Argumente für. Und da müssen wir sagen, in manchen Gruppen, das kennt man ja immer wieder, wenn man nach Berlin kommt, da sind manche Diskussionen schon 20 Jahre gemacht. Wenn man nach München geht, vielleicht nicht. Und in München gibt es Diskussionen, die wurden 20 Jahre lang geführt, die wurden in Berlin noch nicht 20 Jahre geführt. Und ich glaube, dieses Missverhältnis haben wir auch. Dass vielleicht das Wissen über diese Gesetze und diese Prozesse in Städten größer ist, als vielleicht draußen in ländlichen Regionen oder in bestimmten Teilen von Deutschland. Und nicht zu vergessen, die Leiden einer Minderheit über einen langen Zeitraum. Ganz klar. Frau Ueckermann, ich würde Ihnen gerne eine These vorlesen und Sie bitten, dazu Stellung zu beziehen. Staatliche Einrichtungen, beispielsweise Kindertagesstätten und Maßnahmen wie zum Beispiel Gleichstellungsbeauftragte, gefährden die Familie als wertgebende gesellschaftliche Grundeinheit. Etwas salopp würde ich sagen, das ist totaler Bullshit, ne? Also das ist einfach nicht wahr. Ich bin
auf jeden Fall dafür, dass wir Gleichstellungsbeauftragte haben, dass wir Frauenbeauftragte haben. Frauen sind nach wie vor in unserer Gesellschaft benachteiligt und diskriminiert, auch wenn es im Grundgesetz so steht, dass sie angeblich irgendwie gleichberechtigt sind, aber das sind sie nicht. Braucht sich nur mal die Lohndifferenzen angucken, 21%, was Frauen weniger verdienen, Altersarmut ist weiblich. Ich kann ewig so weitermachen, das heißt, wir brauchen da auf jeden Fall jemanden, der ganz genau drauf hinguckt. Und was Kindertagesstätten angeht, ich finde, wir müssen sie ausbauen, wir müssen sie besser ausstatten, wir müssen sie kostenlos machen. Mhm. Ja. Frau Ueckermann, warum kommt es dazu, dass Menschen glauben, wir haben gerade darüber gesprochen, dass es verschiedene Ansichten gibt und dass es vielleicht auch gut ist, absolut seine Berechtigung hat. Wie kommt es dazu, dass Menschen es als Gefährdung wahrnehmen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz genau, woher das genau kommt. Ich glaube, da schwingt irgendwie viel Angst mit, auch irgendwie Unverständnis, auch dass man Angst hat, dass einem was weggenommen wird, dass man selbst zu kurz kommt. Ich glaube auch Überforderung mit gesellschaftlichen Veränderungen, mit Modernisierung, wo irgendwie Leute das Gefühl haben, sie kommen nicht mehr so mit. Und ich glaube, ein großer Teil ist aber auch tatsächlich einfach ideologische Einstellung. Also, dass man selber von was anderem irgendwie überzeugt ist und halt einfach nicht möchte, dass es was anderes als Kleinfamilien, Mutter, Vater, Kind gibt. Ne? Und deshalb Modernität an der Stelle irgendwie auch bekämpft. Und ich glaube, man darf das nicht hinnehmen, man darf das nicht akzeptieren. Man muss Aufklärungsarbeit natürlich irgendwie betreiben und man muss aber vor allem eben auch klar und deutlich sagen, dass zum Beispiel Minderheitenrechte, dass Frauenrechte, dass all diese Punkte für uns einfach nicht verhandelbar sind, weil sie zu unserer Gesellschaft dazugehören, eine Gesellschaft, die irgendwie modern, offen und gleichberechtigt ist. Ich finde es ja sehr interessant, wenn ich da mal einhaken darf, dass offensichtlich also ein traditionelles Familienbild kein Essential eigentlich von Rechtspopulismus ist. Ja? Also es gibt nämlich andere rechtspopulistische Bewegungen, die zum Beispiel von Geert Wilders in den Niederlanden, also die klassisch rechtspopulistische Bewegung, die hat ein extrem liberales Familienbild zum Beispiel. Ja? Also wenn man nach Österreich den verstorbenen Jörg Haider mal anschaut, ja, der hat ja sozusagen auch nicht unbedingt, also in Wirklichkeit die klassische Familie gelebt, ja. Also das heißt, es ist glaube ich sozusagen eine rechtspopulistische Partei kann so sein, also kann dieses traditionelle Familienbild hochhalten und sich auf die Fahnen schreiben. Sie muss es aber nicht. Sie kann es eigentlich auch ganz anders machen. In den USA zum Beispiel die libertäre Bewegung, also diese Hardcore-Kapitalisten eigentlich, ja, die sind auch was Familienbilder oder was Einstellungen zu Homosexuellen anbelangt, sehr, sehr liberal, ja. Also das, ich glaube sozusagen, Familienthema ist kein Kernbestand, also ein traditionelles Familienbild ist kein Kernbestand von Rechtspopulismus. Mhm. Trotzdem ist im Rechtspopulismus entscheidet nicht das traditionelle Familienbild, sondern die Ungleichheit der Personen, der Kampf gegen Gender ist ja ein Kampf gegen Menschenrechte und Frauenrechte vor allen Dingen. Und deswegen, dass sie keine Genderforschung mehr wollen, dass bei dem Ansatz des Familienbildes Gender überhaupt keine Rolle spielen darf. Das heißt, eine Festlegung von Menschen auf Aufgaben und Rollen, die nicht ihm ein Stück der Selbstbestimmung lassen. Aber diese Angst vor Genderforschung, Beispiel, ne? Abtreibung ja auch. Abtreibung genauso. Ist ein klassischer Punkt. Genauso ein Frauenrecht, was immer wieder unter Beschuss steht. Ja. Also da gab es auch bei der AfD, gab es zum Beispiel die Abstimmung drüber auf dem Parteitag. Gerade die jungen AfD, also die jungen Alternativen, die haben einen extrem harten Vorschlag eingebracht bei der Bundesversammlung, dass quasi Abtreibung bis auf ganz wenige Ausnahmen bestraft werden soll, ja. Und dieser Vorschlag hat immerhin 30% der delegierten Stimmen bekommen, ja. Also das ist sehr, sehr, sehr deutlich, ja. Ich würde noch, ja bitte. Und wenn wir auf die Alternative für Deutschland schauen, dann dürfen wir nicht vergessen, dass dort etwas zusammenspielt, und zwar eine Ablehnung gegenüber Minderheiten und einer bestimmten Familienvorstellung, und die haben miteinander eine enge Beziehung. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde das
von der AfD empfohlene Modell leben, eine Familie gründen, einige Kinder haben, dann werden sie gar nicht so glücklich damit unter Umständen. So wie ich jetzt viele AfDler bisher selbst persönlich erleben durfte und wie ich es auch sehe. Der Einsatz gegen die Familienzusammenführung ist ja auch der Einsatz gegen eine intakte oder in Deutschland befindliche Kernfamilie. Dann ist die Kernfamilie in der Form doch nicht mehr so wichtig. Genau, wichtiger das heißt, ist gegen Ausländer zu genau, sein. Genau, ja. Das ist schon übergeordnet, das ist wichtig. Ja. Und da dürfen wir nie vergessen, wie das miteinander zu tun hat und wie das zusammenspielt. In der Wissenschaftsführung, in der Gender Studies, dann nennt man das dann so eine intersektionale Verknüpfung, ist dann ein ganz großes Wort. Das heißt nur, dass verschiedene Dinge, wie zum Beispiel eine bestimmte Form von Rassismus, mit einer bestimmten Form von Ausschluss von Frauen oder Familienmodellen, Frauenrechten zusammenspielt. Und das ist ganz wichtig und das sollten wir zusammen denken, wenn wir über die Alternative für Deutschland sprechen, weil sie sind nicht für alle Familien. Sie genau. sind für Familien, die auf eine bestimmte Art und Weise aussehen und eine bestimmte Sprache zu Hause sprechen. Und das ist ihre Familie, die sie fördern wollen. Also explizit sogar im Parteiprogramm, da finden sich ja wirklich rassistische Ansätze, wenn es heißt, man soll gezielt die Bevölkerungspolitik von Deutschen erfordern. Also es muss dafür gesorgt werden, dass nicht die Ausländer zu viele Kinder kriegen, es muss dafür gesorgt werden, dass die Deutschen mehr Kinder kriegen. Ja, also das ist eigentlich Rassismus, was da stattfindet. Wir haben nicht mehr so viel Zeit übrig. Wir haben wahnsinnig spannend diskutiert und ich wünschte, es würde noch weitergehen. Wir haben darüber gesprochen, was Ihre persönlichen Vorstellungen von Familie sind. Wir haben darüber gesprochen, was die gesellschaftlichen Vorstellungen sind, die es in Deutschland gab, gibt, immer noch, die im Wandel sind von Familie. Wir haben über politische Maßnahmen gesprochen, die gut sind und förderlich. Wir haben die Ehe für alle diskutiert. Und über problematische Maßnahmen haben wir gesprochen, die gegebenenfalls sogar kontraproduktiv sind für junge Familien. Ich möchte Ihnen gerne abschließend alle eine Frage stellen, eine gemeinsame Frage. Wir von Kleiner 5 diskutieren nicht nur radikal höflich wie mit Ihnen heute, sondern wir haben auch Grundwerte geschrieben. Eine dieser Grundwerte lautet, Familie ist, wer Familie sein möchte. Und ich möchte Sie gerne fragen, auf der Grundlage der heutigen Debatte, die wir geführt haben, wie Sie Stellung beziehen zu diesem Grundwert. Familie ist, wer Familie sein möchte. Frau Oeckermann, möchten Sie beginnen? Ich finde, das ist eine super schöne Beschreibung. Ich würde, glaube ich, noch einen Zusatz machen. Familie ist, wer Familie sein möchte. Und ja, füreinander da sein möchte und Verantwortung füreinander übernehmen möchte. Ich glaube, das, ja, das kann man vielleicht noch so in Komma anfügen. Das hört sich sehr gut an, das finde ich sehr angenehm, vor allem wenn man darüber nachdenkt, wie staatliches Handeln auch beschränkt sein sollte. Das heißt, diese viele Menschen, die jetzt heiraten dürfen, die sind nicht erst Familie geworden, weil der Staat ihnen gesagt hat, ihr dürft jetzt Familie sein. Die sind nämlich schon sehr viel länger Familie. Und da muss man auch immer wieder sagen, ich bin ein Fan staatlichen Handels in vielen Fragen, weil ich gesehen habe, was sie alles Tolles machen. Das ist auch so eine Herausforderung beim Rechtspopulismus. Die hauen immer auf den Staat rum. Ich finde immer, es gibt ganz viele großartige Sachen, die gemacht werden. Aber wo ich sage, wo der Staat sich manchmal überschätzt ist, wirklich festlegen zu dürfen, wer Familie ist oder nicht, sondern die Menschen sind Familie, wenn sie das füreinander sein wollen, sich dafür entscheiden. Und das finde ich so schön daran, weil es zeigt, dass manchmal können wir auch sagen, wir machen das jetzt so. Wir sind Familie, wir alle zusammen. Und wenn die anderen das nicht so sehen, dann ist das in Ordnung, weil das ist unsere Familie. Ich habe dem eben ausgesprochenen Satz nur ein Wort hinzuzufügen, wer Familie leben möchte. Dieses Haben dafür ist, dass Familie gibt, gereicht mir nicht, sondern Familie leben. Und das geht bis in die weitesten Formen hinein. Füreinander da sein ist das andere, aber das ist dieses Familie leben. Ich fürchte, ich bin der einzige Intolerante hier, wenn ich sage, dass gewisse Formen, ich doch, also ich möchte zum Beispiel, dass in Deutschland nicht die Polygamie eingeführt wird, ja. Also insofern, wenn jemand glaubt, er wird nur in dieser Form glücklich, dann halte ich das jetzt zumindest nach meinem jetzigen Empfinden doch für ablehnenswert eher zum Beispiel in Deutschland. Ja, aber ansonsten würde ich weitgehend zustimmen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Statement jeweils zu dem Grundwert. Und jetzt sind die Fragen des Publikums dran. Die wurden mitgeschrieben vom Team aus den Kommentaren. Und die kriegen wir jetzt gerade reingereicht. Vielen Dank. Die erste Frage geht an Sie, Frau Süßmuth. Sie hatten von der Bedeutung von Familie gesprochen, weil das soziale Klima in Deutschland gefühlt kälter wird. Kann die AfD das ausnutzen?
Ja, so sehe ich bereits aus. Denn sie geht damit auf Stimmenfang und gibt den Gedanken vor, wenn wir zum Alten zurückkehren, werden wir wieder eine heile und uns beschützende Welt haben. Und insofern ist es Aufgabe der großen Öffentlichkeit, insbesondere auch der Politik, dieses Thema selbst in die Hand zu nehmen. Ich weiß nicht, ob jetzt unsere Wahlprogramme bestimmt sind, primär von dem Gedanken, wir brauchen mehr Kinder, demografische Motive, sondern dass wir wirklich miteinander begreifen, was für Menschen, für Individuen und die Gemeinschaft notwendig ist, um halbwegs zu sagen, ja, ich lebe gern in Deutschland, ich fühle mich glücklich. Das geht nicht, ohne dass wir daran arbeiten, die Konflikte, die wir auch benannt haben, zu reduzieren. Die nächste Frage, die gestellt wird, geht an alle. Wie kommen wir raus aus der Gender Pay Gap? Was sind Lösungen? Wer traut sich an eine mögliche Antwort? Fangen Sie mal an. Das ist eine Frage, wo man sich als Mann beginnen Sie und danach kommt Frau Uckermann. Wenn wir über das Gender Pay Gap reden, dann brauchen wir natürlich als einen Mechanismus Gehaltstransparenz. Man muss darüber reden können, eine Sichtbarkeit zu haben, wer verdient wie viel in welchem Job. Was auch wichtig ist beim Gender Pay Gap innerhalb von Betrieben, ist die Fragestellung, wie vergüten wir Überstunden und wer hat die Möglichkeit, Überstunden in welcher Form aufzuschreiben, in welchen Berufsgruppen. Das ist eine wichtige Sache. Ich finde die Initiative eines Boys oder Girls Days, die wir im Moment haben, wo wir sagen, wir sorgen dafür, dass Menschen auch mal sagen, ich mache nicht diese Berufe, die typisch für Jungs sind und typisch für Mädchen, sind auch eine Maßnahme, um das gesamtgesellschaftliche Gender Pay Gap ein bisschen kleiner werden zu lassen. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen mehr tun, dass sich alle Menschen frei entscheiden können, weil auch das machen die Gender Studies. Die Gender Studies sagen ja nicht nur, sollen sagen, sie setzen sich auch für Frauenrechte ein, aber sie helfen auch, und das muss man immer mal wieder sagen, sie helfen dabei, dass Männer sich freier entscheiden dürfen, was es bedeutet, männlich zu sein und was es bedeutet, Mann zu sein. Und wenn sie sich frei entscheiden können, entscheiden sie sich vielleicht auch mal für einen anderen Beruf, und das nivelliert auf eine gewisse Art und Weise auch das Gender Pay Gap. Mhm. Innerhalb von Betrieben müssen wir dann auch noch Argumentationstrainings und Coachings anbieten für all diejenigen Menschen, die in Gehaltsverhandlungen gehen, damit sie, wenn sie dort sind, ihren eigenen Selbstwert einschätzen können und aggressiver Gehaltsverhandlungen führen. Und zuletzt ist natürlich ein toller Mechanismus immer da, Tarifverträge. Tarifverträge gruppieren ein nach bestimmten Qualifikationen und Leistungen, Aufgaben, Gebieten und Einstellungen, und anhand dieser Tarifverträge wird vergütet. Also wenn die Menschen Mitglied in Gewerkschaften werden, sich für Tarifverträge einsetzen, dann haben wir auch mehr ein geringeres Gender Pay Gap. Und ich persönlich würde, wenn ich manchmal auf die sehr männlich besetzten Gewerkschaftsvorstände sehe, mich natürlich total auch als Gewerkschaftsstipendiat der Hans-Böckler-Stiftung freuen, dort mehr Frauen zu sehen und da zu sehen, dass da mehr gekämpft wird für gleiche Bezahlung über Tarifverträge. Fragen wir eine Frau zu ihrer Rechten. Frau Uckermann, haben Sie andere Lösungsvorschläge? Nee, also es wurden schon total viele genannt. Das Gender Pay Gap hat unterschiedliche Ursachen, und ich glaube, auf die braucht es unterschiedliche Antworten. Die eine Ursache ist, dass Frauen, auch wenn sie die gleichen Qualifikationen haben, das Gleiche machen, gleiche Berufserfahrungen haben etc., einfach schlechter bezahlt werden. Das ist schlicht Diskriminierung. Dagegen hilft eben Lohntransparenzgesetz. Und was wir vor allem auch brauchen, ist, dass es ein Verbandsklagerecht eben auch gibt, dass Frauen auch ihr Recht einklagen können, dass sie mehr verdienen oder dass sie das Gleiche verdienen wie Männer. Ne? Das Zweite, wo man hingucken muss, ist, wie entsteht das Gender Pay Gap noch, nämlich auch dadurch, dass Frauen diejenigen sind, die in Berufe gehen, die schlechter bezahlt werden generell. Das sind vor allem die ganzen sozialen Berufe. Das heißt, da brauchen wir eine Aufwertung. Also ich muss endlich Arbeit wie Kindererziehung, Pflegeberufe, diese ganzen Care-Arbeiten und so, die muss sich endlich besser bezahlen. Es kann nicht sein, dass Arbeit an Menschen so schlecht bezahlt wird. Das Dritte ist, dass Frauen öfter rausgehen für die Kinderbetreuung und dann eben nur in Teilzeit wieder einsteigen, dadurch schlechtere Aufstiegschancen haben, auch nie in Führungspositionen kommen. Auch das beeinflusst alles das Gender Pay Gap. Das heißt, Rückkehrrecht in Vollzeit, mehr Kinderbetreuung, Partnermonate hälftig aufteilen, was ich vorher gesagt habe, in der Elternzeit, Arbeitszeit hälftig reduzieren,
Führungspositionen teilen. Verbindliche Quoten für alle Aufsichtsräte, alle Vorstände, damit Frauen da höher kommen. Ne? Also wir haben unendlich viel zu tun, glaube ich. Und viele Ideen. Genau. Das ist ja schon mal hoffnungsgebend. Ich habe noch zwei Fragen aus dem Publikum, die ich Ihnen gerne noch schnell stellen würde. Diese hier ist auch an alle gerichtet. Ich würde sie gerne Ihnen beiden weitergeben. Was passiert eigentlich, wenn die Ehe für alle vom Bundesverfassungsgericht wieder gekippt wird? Ich gehe nicht davon aus, aber bin offen genug, das kann passieren, je nachdem, wie auch das Verfassungsgericht zusammengesetzt ist, dann ist es trotzdem eine Aufgabe der Politik, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes umzusetzen. Das heißt, so wie wir ja sehr, sehr lange für die Kinderrechte im Grundgesetz gearbeitet haben und jetzt in den Wahlprogrammen steht, das muss jetzt gemacht werden, so ist dann die Aufgabe, das Gesetz so zu formulieren, dass es, das gilt ja für den Paragraphen 53 Bürgerliches Gesetzbuch und auch für das Grundgesetz, dass die Auflage erfüllt wird. Ich glaube auch, es wird dann sozusagen, das Thema ist damit nicht zu Ende, sondern es wird halt verzögert. Also die Umsetzung in Recht wird dann einfach verzögert, weil der politische Prozess trotzdem weitergehen wird. Auch die Antworten sind ermutigend, das freut mich. Mhm. Die letzte Frage wendet sich an Sie, Herr Leng. Was können junge Familien machen, nicht auch den anderen traditionellen Weg zu gehen? Ich glaube, das nimmt Bezug auf den ersten Redebeitrag von Ihnen, in dem Sie sagten, man wollte nicht so sein, aber man ist so geworden. Mhm. Wir leben im Zeitalter der Mobilität, wir haben das schon mal gesagt, es gibt einige Bundesländer, die machen bessere Angebote als andere. Es gibt Bundesländer, in denen Kita-Plätze einfach bedingungslos kostenfrei sind und man kann sich auch mal die Frage stellen, ist es vielleicht attraktiver, in dem einen Bundesland zu leben als in dem anderen? Dann glaube ich, es geht um frühe Verhandlungsprozesse, also ganz früh in den Dialog miteinander zu gehen, sich auch unter Berücksichtigung der Gesetzeslage, da kann man zum Beispiel eine Beratung wählen. An manchen Universitäten gibt es mittlerweile Beratungen zur Fragestellung, wie junge Kinder kriegen und wie Gleichberechtigung machen. Es gibt es auch teilweise bei Gewerkschaften, finde ich ganz spannend, oder auch in anderen Trägern, sich beraten lassen, wie gehe ich mit Steuergesetzen so um, dass wir beide gut arbeiten können, dass wir beide uns ums Kind kümmern. Und ich glaube, was auch wichtig ist, sich früh dafür zu entscheiden, in das soziale Umfeld hineinzugehen, um mit dem sozialen Umfeld so ein bisschen darüber zu reden. Da komme ich jetzt wieder ganz zu den Männern. Ich habe früher American Football gespielt, harter Sport, harte Jungs. Und im American Football ein Mann, der sich entscheiden würde, zu Hause zu bleiben, auf den ersten Blick manchmal ein bisschen komisch. Und manche Leute haben dazu Fragen gestellt. Aber man hat gesehen, umso mehr man darüber gesprochen hat, umso einfacher war es, zu sagen, ich gehe diesen Schritt und ich mache das und es passt für mich. Und dann hat sich so eine Akzeptanzkultur etabliert zwischen den Jungs in der Umkleidekabine, wo es vollkommen in Ordnung war, dass einer gesagt hat, ich muss jetzt früher nach Hause, meine Frau muss noch arbeiten, ich will mich ums Kind kümmern. Und der Mann hat auf einmal in seiner Community, in seinem Freundeskreis Rückhalt, diesen mutigen Schritt zu gehen, sich die Aufgaben zu teilen. Zuletzt möchte ich aber auch noch natürlich erwähnen, dass Männer manchmal auch sehr schlecht gemacht haben. Mein Vater hat sich sehr viel und sehr ausgedehnt um mich gekümmert. Er hat mir morgens das Brot geschmiert und ich kenne auch viele andere Väter, die das ausgedehnt machen. Das heißt, wir müssen auch im Gespräch miteinander den Wert vom Vatersein aufwerten. Das heißt, du bist nicht nur was im Leben geworden, wenn du einen tollen Job hast, sondern du bist wirklich auch was im Leben geworden, wenn du ein toller Vater bist. Und dann müssen wir anfangen, positive Geschichten über Väterlichkeit und Väter zu erzählen, weil Vatersein auch was Schönes sein kann und Spaß macht und toll ist und Freude macht und vor allem auch Anerkennung bekommt. Und da habe ich Freunde, die waren nicht so erfolgreich in der Schule, nicht so erfolgreich im Beruf, aber die sind so tolle Väter. Und manchmal sind junge Männer, 25, ich sage das denen einfach. Ich sage denen, ja, cool, ich mache mein Studium, aber wie du dich um deine Tochter kümmerst, das ist toll. Und das finde ich echt stark. Und dann kriegt man auch mehr Männer dazu, diesen Schritt zu gehen. Dankeschön. Helen, Frau Ueckermann, Frau Süßmuth und Herr Grill, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren bei der Kleiner 5 Podiumsdiskussion zu der Frage Familie, politischer Streitbegriff und vielfältige Lebensformen. Es hat viel Spaß gemacht, mit Ihnen heute zu diskutieren und ich hoffe, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer mindestens genauso viel Spaß haben und nun weiter will ich das Thema weiter diskutieren am Abendbrottisch oder wo auch immer. Danke, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Paulina Fröhlich, ich komme von der Initiative Kleiner 5 und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder dabei sind. Schönen Abend noch.